So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Lethal Company, einem recht neuen Spiel, welches äußerst positiv bewertet ist bei 5000 Bewertungen auf Steam. Es geht darum, dass wir als Angestellte einer Company, einer Lethal Company, auf Monden landen, um Schrott zu sammeln. Und den geben wir dann anschließend ab. Und dafür kriegen wir Kohle und dann kann man hier im Store beispielsweise, wenn ich hier Store eingebe, so Waffen kaufen und dann sind die Einsätze einfacher. Denn da sind auch Aliens und so und die können einen fressen, zum Beispiel den Kalle. Und ja, das war's. Hallo und hallo auch an euch drei, meine Lieben, von SG Hakan. Hallo, ja. Mein lieber Kollege. Pass mal auf, ich habe einen Trick für dich. Oh, der ist ja nicht schlecht. Und das ohne Skateboard. Was kaufe ich denn jetzt? Was macht denn Sinn, bevor wir landen? Ich habe jetzt schon. Auf jeden Fall. Genau, also Taschenlampe. Nee, das ist ja langweilig. Ich würde noch eine Schaufel vielleicht oder eine Waffe oder irgendwas, wo wir noch. Also eine Waffe wäre, glaube ich, sick, weil dann können wir diese dreckigen Käfer einfach. Genau, also eine Schaufel habe ich bestellt. Vielleicht findest du noch was anderes Cooles. Was ist denn eine TZP Innerland? Innerland, ja. Probieren wir aus, ne? Bestell mal. Ich gebe das mal ein. Super. So. Habe ich. Okay. Und jetzt? Dann haben wir einen Mond ausgewählt und wenn das ready wäre, würde ich jetzt das Schiff, kannst du das hier landen. Okay, was hat der für also ja, ich lande. Aber also, was hat uns mal kurz. Genau, Rainy steht da. Ja, gucken wir mal. Hast du eingestellt? Bin ich gespannt. Ah ja. Ja, wir wollten ein bisschen was herausfordern. Ja. Der Grafikstil ist natürlich auch sehr extraordinary, ne? Ich bin schon runtergesprungen, weil ich erwachsen bin. So, und warten wir nochmal auf die Bestellung. Achso, ja, ihr hört es vielleicht auch. Das ist hier so über Voice over IP. Wie bitte? Wo ist Sterzig? Keine Ahnung, das wäre irgendwo überfahren worden. Sterzig? Was passiert? Ich weiß nicht, Sterzig? Oh, pass auf, dass man hier nicht. Ja, Kalle. Ich denke mal, Sterzig ist auch da rein. In den Schlamm. Gut, wie. Wie holen wir denn jetzt unseren bestellten Kram ab? Ja, hier, bei dem Laden hier. Ja. Also, ihr merkt schon, der Stil des Spiels ist auf jeden Fall. Ach, das macht Bimmel, ja. Ist auf jeden Fall speziell. So was das. Oh, ciao. Oh, okay. Ich hab eine Taschenlampe. Was hast du da? Hier ist ein Spaten, Digga. Und. Bringst du einen Inhalator, Junge? Den hast du eh die letzten Wochen. Oh, Digga, benutzt, ja, das stimmt. So, ich buddel mal. ja, wie buddel ich? Sind die jetzt beide gestorben? Die sind beide tot. Ja, dann legen wir mal los. Also ihr merkt doch, Leute, das Spiel hat einen gewissen Humor. Die Leute rennen hier komisch, Kalle rennt mal komisch. So, dann kann er so, ja. Und ihr habt es auch gemerkt, als Gnu abgeblubbert ist, hat man das auch gehört an ihrem Voice. Also Voice over IP. Das, Achtung, das hier ist, glaube ich, das hier sind diese. Ja, das ist das hier. Ja. Na gut, dann holen wir mal Schrott. Wir landen und zwei sind tot. Ey, geil, ja. Ja, ist schon direkt geil. Es gibt auch Tageszeit. Oben in der Mitte siehst du halt. Ja, genau, es geht auf Zeit, ja. Es geht auf Time, Bro. Das heißt, bis abends. Wir müssen hier wahrscheinlich. Bis abends müssen wir hier was gefunden haben. Und ja, ja, das sieht auch bei mir so scheiße aus. Also gammatechnisch, naja. Aber ist halt der Stil. Oh. Aber mach das nicht. Oh, du lebst noch? Super. Ja. Mach das nicht. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Naja, wir müssen irgendwie einen Eingang finden. Hier hin? Ja. Das ist dann halt da vorne irgendwie. Aber hier. Nee, umdrehen. Umdrehen. Ja, hier vielleicht? Ich glaube, das war schon die richtige Richtung, aber. Ja, aber da kommen wir nicht hochgesprungen, oder? Nee. Wir haben ja Zeit. Ach, hier sind doch. Guck mal, da ist doch was. Hier vorne, Digga. Na, das ist jetzt hier so ein Ding, ne? Ah, ja.
Ah ja, und da hoch. Kann man hochwackeln. Genau, und dann müssen wir... Nein, 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 irgendwas ist hier. Irgendwas hat mich da... Oh ja. Siehst du? It's a trap. Meinst du, man kann einfach durchsprinten? Probier mal. Na gut. Hi. Hi. Ja, man kommt hier durch. Irgendwie. Ja. Ja, Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Lethal Company. Hier. Mit euren Hanno Uncut. Ah, hier ist der richtige Weg. Ah, man sieht die dann immer erst, wenn man die mal getoucht hat. Ja, ich erkläre euch mal das Game. Die anderen haben das schon ein paar Wochen gezockt, aber ja. Ey, gibt Gamer und Gott-Gamer. Ich bin Gott-Gamer. So, wir gehen jetzt hier in den Laden rein und scannen mit der rechten Taste. Jetzt ist es natürlich alleine auch ein bisschen gruseliger. Bin ich ehrlich. Vorhin war das... Hier ist ein Schlüssel. Hä? Na, grab. Ich höre... Fuß... Oh Gott. Ich kann den Schlüssel nicht aufheben. Jetzt. Okay, das reicht mir. So, jetzt haben wir zum Beispiel Metall gefunden. Nee, reicht nicht, oder? Aber mein Inventar ist halt voll. Ah, mit dem Spaten kann ich zuhauen. Das ist ja der Hammer. Ja, wir suchen mal mehr und dann werfe ich den Inhalator weg oder so. Da war auf jeden Fall Tausendfüßler seine Urgroßmutter. Deshalb gehen wir da nicht hin. Was ist das? Hm. Ich kenne mich natürlich jetzt auch hier ohne meine MitstreiterInnen. Da ist eine Mine. Das hat... Ah ja, gut. Dann doch zum Tausendfüßler oder was? Ja, dann geht ja nur. Ah nee, geht's noch hoch. Weil ich weiß nicht. Der hat mich jetzt nicht so geil gemacht, ne? Wenn ihr versteht. Mal scannen hier. Digga, ich höre halt Steps, ne? Von die Gegners. Aber hier liegt doch nichts. Ich muss zum Tausendfüßler. Wie viel Uhr? Oh, Batterie habe ich auch. Links oben. Ist das die Taschenlampe? Ja, ich muss zum Tausendfüßler, oder? Wo ging's nochmal raus? Hier. Okay. Hydro... Was ist das? I. New Creature. I, Alter. Ich komme halt legit nirgendwo durch. Hier ist jetzt so ein wabberndes... Ja, dann hau ich rein. Oder? Ja, geht ja nicht anders. Ich komme da nicht durch. Das ist der einzige Weg, wo ich noch nicht war, wo keine Sackgasse ist. Ja, ciao. Ich könnte ihn halt wegbaiten. Hier so in die Ecke und dann umrennen. Aber ich will auch nicht sterben. Wie breit ist der denn? Der ist ja riesig. Nee. Ciao. Ja, toll. Gibt's noch einen anderen Eingang? Hä, das war ja komplett scheiße. 5 Sackgassen, ein Glibberboy und 1000 Füßler noch hinterher. Also. Oh, ist schon 16:30, ne? Ja, dann gehen wir mal zurück. Wenn's 16:30 ist. Ab wann kamen Gegner, Aliens und so? Ab 6? Die anderen sind so eine Loser, ne? Ja, die hören mich nicht, deswegen kann ich das hier mal so sagen. Kappa. Ihr hört mich, ihr Lappen, Digga. So. Wo waren das? Ich könnte natürlich, wenn ich es richtig wissen wollen würde, könnte ich natürlich noch irgendwie versuchen, einen anderen Eingang zu finden. Wo war das Raumschiff? Dahin? Ich glaube, Taschenlampe ist jetzt alle. Wenn es Nacht wird, wäre das natürlich eine Katastrophe. Ich habe keinen Plan, wo das Raumschiff war. Guck mal, hier sind die... Oh mein Gottness! Ich habe keine Ausdauer. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Das war halt eben so Comedy, Alter. Ich spring vom Schiff und sag, guck mal, ich bin schon runtergesprungen wie ein Erwachsener. Und dann verfange ich mich in dieser Pfütze und ertrinke instant. Bei Gnu war es insane, weil sie hat, sie hat so abgeblubbert. Aber hätte ich in dem Schacht eben oder in dem Gebäude da irgendwo noch woanders lang gekonnt?
Ja, weil dann kann, wenn dieses Kleberding kommt, kannst du aufs Gerüst springen und warten, bis es vorbeigeht. Aber bei den Sackgassen, da waren manchmal so, das sah aus, als ob da Eingänge zugeziegelt wurden. Die hätte ich nicht irgendwie öffnen können, oder? Mit einer anderen, ich glaube, da gibt es noch andere Geräte, mit denen du es machen kannst. Ah, okay. Aber ja, das ist halt, wenn jetzt, wie gesagt, ein bisschen der Mond schwerer ist und allein Regen sorgt halt für Sümpfe, du bleibst stecken oder überschwemmt, du weißt halt nie, was halt bei welchem Wetter passiert. Das hatte ich jetzt aber auch noch nicht. Ja, machen wir nochmal. Unverschämt. Magst du mal gucken bei Moons, dann kannst du es auch mal deiner Community zeigen, wenn du hier reingehst. Ja. Ich mach und dann Moons eingibst und dann siehst du auch, was für Wetterbedingungen oder was da gerade ist. Kannst du mal Eclipse auswählen. Experimentation. Genau, das sind die Monde. Was steht dahinter? Die Wetterbedingungen? Stormy nehme ich mal. Okay, oh Gott. Confirm. Und stell mal noch was, wir haben ja alles verloren, leider. You could not afford these items. Der Stormy kostet, oder was? Ah, genau, die schweren Kosten. Da musst du einen von den ersten dreien oder den zweiten nehmen. Ich hab ja drei Absätzchen. Also... Weil die sind dann richtig schlimm. Okay, wir steuern den Mond schon an. Aber, also ich kann die ersten fünf sogar auswählen. Titan vielleicht? Steht da, was der kostet? 700. Das haben wir nicht. Tanzen wir, Kalle, tanzen wir. Super. So, Abfahrt. Soll ich? Okay. Übrigens, wenn du so einen Schlüssel findest, kannst du auch mit dem Türen aufschließen. Es gibt so verschlossene Türen. Das ist doch gelöst. Ah. Oh, was jetzt? Stellen wollen wir nichts? Nee, wir haben kein Geld. Nee. Oh, shit. Wir haben kein Geld. Also, ich bin schon mal von Bord. Ich bin ein Erwachsener. Dann mach. Ne, wer bin ich? Kalle, nicht in die Wunde. Macht keinen Spaß. Wenn ihr rechte Maustaste spammt, seht ihr den Main Entrance und das Schiff, wo ihr hin müsst. Echt? Ja. Oh ja. Ja, jetzt langsam. Oh. Hier ist Herbst, ne? Doch schön. Hier fehlt schon wieder. Ah, ne. Ich wette, Sterzig ist ganz vorne. Oder? Ja. Bist du Sterzig? Ja, war klar. Ja, natürlich war das Sterzig. Also, ihr seid halt einfach. Junge, er hat seit 5 Minuten das Spiel gestartet. Du bist einfach ein kleiner Stinker. Er geht einfach rein. Echo! Guck mal, hier ist ein Schlüssel und Metallschlüssel. Was hat der Jäger in der Tasche? Hier ist sehr dunkel, ne? Oder? Ja. Kalle hat gerülpst, glaube ich. Alter, ich sehe gar nichts. Oh mein Gott. Ich habe mir die Tür zugemacht. Hi. Kalle? Ja, hier drüben. Kalle? Bist du unten? Nein. Ich bin hier. Hey, hier bin ich doch. Ich bin hinter dir. Sterzig! Ich bin direkt hier. Hallo. Du hast eine Gaströte. Ja, komm. Wie können wir die Gegner damit in die Flucht schlagen? Vielleicht. Ja, hier bestimmt. Oh, schöner Raum. Ja, ist ja mega nichts los hier. Aha, oh. Aber hier kann man gut Studioaufnahmen machen. Also diese ganzen Räume sind random generiert, ja? Okay. Genau. Ja, dann gehen wir. Geht's weiter? Ja. Wir sind hier schon durch. Hallo? Vorsicht. Hier ist ja alles ganz dunkel. Agnu, nur wir beide. Na dann. Geh mal vor. Geh mal vor. Ach gut, das ist eine Sackgasse. Glück gehabt. Oh, du hast was aufgenommen, oder? Irgendwas hat geklimpert. Was hast du übrigens, aber wenn sie an die Decken gucken, gell? Weil? An die Decken warum? Hallo, wo seid ihr denn? Unten. Ich hab Schlüssel gefunden. Ja, genau, vielleicht gibt's hier irgendwo verschlossene Türchen noch. Nee, da war die Sackgasse. Achso. Dann hier lang, oder? Ja, hier. Let's go, let's go, let's go. Ich bin mit dunkel, Digga. Da ist eine Sackgasse. Ja, da kommt der gar nicht weiter. Das hat ja dann. Komm mal hier runter. Ich sehe gar nichts. Wir haben auch keine Taschenlampe. Hier kann man doch hüpfen, oder? Nee. Kann man irgendwo runterspringen? Gibt es Geheimtüren? Nee, hier ist so eine Treppe runter. Da wart ihr aber schon, oder? Ja, da war Sackgasse.
Hier. Wo ist hier? Komm mal nach oben wieder. Hier. Okay. Beim hier Regal oder was? Ja, ich bin da. Ah, ja. Guck mal, hier ist noch eine Tür. Hier geht's noch nach oben. Aber hier geht's auch weiter. Guck mal, hier ist auch eine Tür, die... Nee, doch nicht. Haben wir da einen Schlüssel? Oh mein Gott, da hinten ist gerade was explodiert. Echt jetzt? Nein! Oh, hier ist eine Mine, habe ich nur noch gehört. Und dann sehe ich so einen Blitz. Oh, ja, super, dann können wir hier lang. Wir müssen schwer und dann einsammeln irgendwie. Was ist denn das hier? Warum ist das komisch? Oh, noch eine Landmine? Ist hier irgendwie Gas oder warum ist das? Hä? Hier? Ja, er hat ihn übelst verkohlt, glaube ich, ne? Ja. Hast du ihn? Ich hab ihn, ja. Haben wir noch eine Tür, die wir aufschließen können? Oder wo wart ihr denn gerade? Ihr wart hier links, ne? Ey, wir haben noch gar nichts gefunden, oder? Das kann doch nicht sein, Digi. Nee, ja, also Sebastian hat ja wohl wieder mal. Oh, hier geht's auch noch weiter, Alter. Nee, warte mal. Nee, hier kommen wir her, genau. Dann hier lang. Hallo? Ja, hallo. Komm mal zu uns und du gehst vor, ich hab Angst. Okay, gar kein Problem. Hallo, servus. Hier ist Licht. Hier vorne, hier links. Licht? Oh, da ist eine Mine. Hier vorne ist... Wo ist die Mine? Nee, alles gut. Du bist doch nicht rein. Hä, was denn? Du wolltest, dass ich reinlaufe. Warte mal, Henno? Ja. Ja. Danke. Was zur Hölle habt ihr gemacht? Ich hab nichts gemacht. Ich habe nur eine Biere getrunken. Jetzt laufen wir mit den Kackleichen rum. Okay, warte. Ich glaube, hier geht's irgendwo. Auf jeden Fall, oh Gott, hilf, ich sehe gar nichts. Wir werden das nicht überleben. Wir haben halt keine Taschenlampe. Oh, hier ist noch eine Tür. Guck mal hier, rechts. Servus! Drogenkontrolle, kooperieren Sie, es wird Ihnen nichts geschehen. Wir kommen jetzt rein. Also hier kann ja überall so ein Wurm oder so sein, ne? Ich weiß nicht, ob das so... Ja, oh, hier ist Licht. Kann hier sein. Super. Ja. Okay, wir müssen aber es gibt auch einfach keinen Loot. Oh, doch! Ah, ne, ist Kalle. Manchmal gibt es voll viel, manchmal gar nicht. Es gibt aber auch verschiedene Eingänge. Wo also bist denn du? Ich hab dich verloren. Hier. Oh, Falco, entspann dich. Alles gut. Alles gut. So, Gnu. Ich hab dich verloren. Tipp, use the ship computer terminal to access secure doors. Wir werden niemals leben von diesem Mond zurückkehren. Ja. Hallo. Ja. Hallo, hier. Ich stehe im Licht. Ah! Lauf! Hier ist eine Sackgasse, ich werde sterben. Doch nicht, er ist umgedreht. Vollidiot. Gnu, wie kommt... wo geht's raus? Hier ist ein Laptop. Wo geht's raus? Ich hab mich so verlaufen. Gnu? Ja, komm her. Okay, ja, es ist hinter dir. Sackgasse, Sackgasse. Scheiße, wir sind am Arsch, oh mein Gott, Hilfe. Schon wieder Sackgasse. Okay, sie ist tot. Hier lang. Warum habe ich gerade Kalle lachen hören? Ich trage ihn doch in der Hand. Okay, wo geht's raus? Hier? Nee. Bin ich gerade rein, oder? Scheiße. Okay, ich bin irgendwie in den Raum escaped und hier gibt es keinen Ausgang. Gut. Scheiße. Dann muss ich zurück. Digga, ich höre ein Flugzeug. Wo geht's raus? Es hört mich ja auch, ne? Scheiße mit Arschloch. Kalle, ich bring dich raus. Es kann doch nicht wahr sein. Ich raste gleich aus. Was ist... Wo bin ich jetzt? What the fuck? Wo geht's raus?
Hallo? Ich bin... Es ist der Wichser hier im Discord, oder? Ich guck mal nach. Ach nee, ich hab Discord nicht mal offen. What? Doch. Okay, ich guck mir das genau an. Können die einstellen, dass ich die höre? Ich bin so verwirrt. Naja, macht ja nichts. Ich gehe mal weiter. Also eigentlich muss ich ja zurück, aber ich gehe ja immer tiefer rein, glaube ich. Deswegen, ich... Mann, wer hat das... Also warum gehen wir auf den Mond ohne Taschenlampe? Ist doch scheiße. Das war... Oh. Das ist Kalle. Ich mute den jetzt serverweit. So. Also verarschen lasse ich mich jetzt hier nicht. Also hier ist gut was los. Die Frage ist, in welcher Richtung? Ich renne jetzt nach rechts. Ich muss irgendwie wieder rausfinden. Aber auf dem Weg sind wahrscheinlich einige... Das sieht ganz gut aus. Warning, the autopilot ship will leave at midnight. Ich hab's rausgeschafft! Oder? Nein! Oh Mann! Scheiße. Leute, ich finde nicht raus. Mann, oh. Kann doch echt nicht sein. Wo kam ich her? Es ist alles so dunkel. Ich könnte Gamma mal hochstellen, aber das ist ja wie Schieden. Das ist Kacke. Oh, da war's. Es ist genau hinter mir. Ah! Gar kein Problem. Oder? Oder? Es ist genau hinter mir, oder? Oh, bitte, nimm Kalle! Nimm Kalle! Nimm Kalle! Hier geht's hoch! Hier geht's hoch! Geil, Metall. Ich mach die Tür zu. Ich muss die Tür zumachen. Aber ich komme halt nie zurück. Ich komme nie zurück. Ich gehe immer tiefer rein, Mann. So eine Scheiße. Digga, ich kack mir in die Shorts. Jetzt blubbert's hier schon wieder. Jetzt kommt hier wieder so ein Blubberboy. Mann, ich will einfach nur raus. Gibt's mehrere Ausgänge? Was ist, wenn ich immer tiefer reingehe und irgendwann... Ja, toll. Und jetzt? Die sind reingehauen. Goodbye. Okay, ich will jetzt mal was wissen. Als ich in diesen großen Raum kam, das erste Mal mit dieser Schiene, da hast du dann weirde Geräusche gemacht, oder? Ja, ja. Weil die Viecher machen ja auch weirde Geräusche. Naja, ich hab's versucht, immer so ein bisschen, weißt du, Roleplay-mäßig passen dazu. Ja, das war krass, das war krass. Kannst du mich bitte wieder auf Discord entmuten? Hab ich schon. Ja, Leute, das war ja heftig, aber... Ja, das ist ein geiles Feeling. Gnu, du bist einfach an einem Alien verreckt, ne? Ja. Ey, ohne Taschenlampe ist man ja so am Arsch. Das war ja das reinste Labyrinth. Ja, mit Minen. Und es gibt auch Löcher, in die du fallen kannst. Digga, das war das reinste Labyrinth. Krass. Aber wie tief das reinging dann doch noch, oder? Das ist wie Backrooms irgendwie. Das ist irgendwie, ich das geil. Mir gefällt's. So krass. Leute, schaut bei den anderen vorbei. Wir haben gestern zum Beispiel bei Gnu das Game auch gezockt. Bei Kalle und Sterzig haben wir hier dieses Moria Survival Game mit Zwergen Herr der Ringe gezockt. Und ansonsten geht's nächste Woche weiter. Tschüssi.